Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Sei gegrüßt in einem neuen Video. Wir wollen heute einen Christstollen backen. Ein bisschen spät sind wir dran dieses Jahr, aber man kann dieses Video ja auch nächstes Jahr gucken. Beziehungsweise man kann auch im Januar noch Christstollen essen. Also ich kann das, ich habe noch nicht so viel gegessen dieses Jahr. Von daher glaube ich, ist das gar nicht mal so schlimm. Jetzt kommt erstmal unser Intro und dann geht das gleich weiter. Ich habe gestern Abend schon meine Rosinen in Rum eingelegt. Die kann ich euch eben zeigen. Hier sind meine Rosinen schon schön in Rum eingelegt. Die werden wir nachher gebrauchen. Dann habe ich hier schon 375 Gramm Mehl abgewogen. Und da müssen jetzt 4 Teelöffel Backpulver rein. Okay. Nummer 3. Nummer 4. Eine Packung Vanillezucker tun wir jetzt dazu. Das ist bei mir wieder so eine Bonbon-Vanille. 125 Gramm Zucker müssen da hinein. Ein so ein Glasfiole Butter-Vanille-Aroma. Eine Messerspitze Kardamom. Das ist jetzt ein Löffelgriff, das geht auch. Eine Prise Salz gehört natürlich auch mit dazu. So, Magerquark brauchen wir auch noch, weil es ja auf Quarkbasis, also ohne Hefe. Für alle Leute, die nicht so gerne mit Hefe arbeiten, ist das genau der richtige Stollen. Schmeckt genauso super und ist super saftig. Wir brauchen 1,5 Ei, einmal ein Eigelb nur und ein ganzes Ei. Klack, klack. So, mir fehlt zwar noch die weiche Butter, die habe ich noch nicht, aber ich tue das Ganze hier schon mal auf meine Maschine, tue da schon mal den Kniethaken rein, klappe die jetzt herunter und ich lasse die auch schon mal so ein bisschen drehen und dann machen wir gleich die Butter da hinein. 300 Gramm Rosinen habe ich da jetzt schon drin, jetzt brauche ich noch Zitronat. Jetzt habe ich hier 100 Gramm Zitronat, was wir dazu tun. Und dann fehlt uns nur noch unsere Mandeln. In der Zwischenzeit ist meine Butter auch so ein bisschen abgekühlt. Die tue ich jetzt hier auch hinein. Das ist aber jetzt einfach nur ein Timing-Problem von mir. Normalerweise kann man sich das ja alles, wenn man ein bisschen besser organisiert ist als ich, vorher vorbereiten. Und dann lassen wir das jetzt halt noch einmal zu Ende rühren, sodass wir einen schönen Teig bekommen. Der Teig ist jetzt 7 Minuten mit der Knetmaschine geknetet worden. Ich nehme den jetzt einmal hoch und tue da halt meine Nüsse, mein Zitronat und die Rosinen dazu. Jetzt muss das Ganze nochmal 3 bis 4 Minuten schön gleichmäßig vermengt werden. Jetzt ist unser Teig schön gleichmäßig alles vermengt und ich nehme jetzt den Teig hier raus und tue den auf eine vorgemehlte Unterlage. Mein Teig ist jetzt hier auf der Unterlage. Ich werde den jetzt noch ein bisschen kneten und auf Form bringen. Ich habe hier eine schöne Silikonunterlage. Eigentlich braucht man da gar kein Mehl drauf zu machen, so wie ich das jetzt hier gerade rumstreue, weil da haftet der Teig eben halt nicht dran. Das ist natürlich sehr angenehm. Die rutscht natürlich auch nicht hin und her. Die sitzt bombenfest hier auf dem Tisch und man kann da klasse drauf arbeiten. Ich mache euch mal unten einen Link hin und da könnt ihr euch die ja gerne mal ansehen. Ich habe hier meine Marzipan-Rohmasse. Die werde ich jetzt so in der Hand so ein bisschen verkneten, damit sie halt gleichmäßig von der Struktur wird und schön geschmeidig wird. Ich habe jetzt meinen Marzipanrohmasse hier so ein bisschen auf Form gebracht, lege die jetzt hier hinein und werde das halt so überschlagen, damit die komplett bedeckt ist. Meine Marzipanrohmasse ist jetzt hier innen drin und ich mache hier jetzt einfach die Form für meinen Stollen fertig. Das sieht ganz gut aus.
und dann kommt er gleich in den Backofen. Da ist unser fertig geformter Marzipan-Quark-Christstollen. Der kommt jetzt in den Backofen, heiß Umluft, 140 bis 150 Grad, 45 bis 55 Minuten. So, jetzt nehme ich mir den hier mal weg. Achso, ich habe ganz vergessen zu sagen, man muss natürlich die ganzen Rosinen, die richtig oben drauf liegen, die müssen definitiv weg, weil sonst werden die alle schwarz und bitter und das möchte ja keiner. So, in 45 Minuten bis 55 Minuten sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Geile Nummer. Ich habe mir mal dieses Ding hier gekauft. Das ist, um Pizza in den Ofen zu tun. Ich habe damit ja noch keine Pizza gemacht, ne? Aber sogar Christstollen haben wir jetzt schon damit gemacht. Geil. Geiles Teil, aber nicht für das, wofür ich es mir gekauft habe. Ich mache jetzt hier in meinen Stollen so ein paar Löcher. Diese Löcher, da fließt gleich wunderbar, hoffe ich, meine Butter rein. Schon ziemlich fest geworden. Aber nicht kaputt machen. Nein. Ich möchte nur, dass die Butter da schön reinfließt. Und dann ist mein Stollen noch saftiger, als er eh schon ist. So, jetzt habe ich mir hier Butter flüssig gemacht. Die trage ich jetzt hier schön auf. Und dann werde ich den gleich schön mit Puderzucker pudern. Das kann man natürlich auch in mehreren Schichten machen, wenn man das möchte. Achso, ich vergesse zu sagen. Das komplette Rezept habe ich runtergeschrieben. Liegt der Link wieder wie immer in der Description Box. Und ihr könnt euch das runterladen. Da steht genauestens, wie ich das gemacht habe. Und da steht natürlich auch, was ihr alles einkaufen müsst. So. Das geht in meinen Mund. Geil. Natürlich ist er jetzt noch warm. Ich möchte aber dieses Video gleich abschließen, wenn ich hier das Puderzucker drauf gemacht habe. Das heißt, ich werde auch bei diesem hier auf meinem Instagram-Account mache ich das Bild, wie ich ihn angeschnitten habe. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Aber auf meinem Instagram-Account gibt es auch noch viele, viele andere schöne Bilder. Von daher lohnt es sich mit Sicherheit, da vorbeizuschauen. Ich werde euch unten einen Link hier reinmachen und dann kommt ihr auch auf meinen Instagram-Account. So, ich werde mich jetzt hier pudern. Möchtest du auch ein bisschen Puder, Schatz? Gerne. Ja. Oh, sehr lecker. Ja, so. Richtig süß. Das ist die erste Schicht. Ich werde mir jetzt gleich noch ein bisschen mehr an Butter auflösen und dann mache ich noch eine zweite Schicht. Dann werde ich den ganzen einpacken, erst in Backpapier und dann schön in Alufolie und dann kommt der noch bis zum 22. werde ich den schön in die Ecke packen und dann werde ich ihn anschneiden und dann kriegt ihr die Bilder zu sehen. Schön. Hier kann man schon sehen, wie das so schön durchbuttert. Geil. Okay, Schluss mit dem Gelaber hier. Ich hoffe, euch hat mein Rezept für unseren Quark Marzipan Christstollen gefallen. Es fällt mir schon richtig schwer, das Denken, wie immer. Easy und einfach zu machen. Dauert ein bisschen so eine Zeit. Also ich habe jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden insgesamt gebraucht, um das ganze Teil zu machen. Super lecker. Bilder werdet ihr auf Instagram sehen. Lasst uns bitte einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns unten gerne Anregungen oder Fragen. Alles kein Problem. Dann sagen Tschüss. Ja, tschüss. Und Frank von foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.